إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Wir haben letzte Vorlesung gesprochen über Gehör und Sicht. Und wir haben festgestellt, dass was ist schwächer? Was stärker ist? Ich finde, was schwächer ist. Ich lese eure Gedanken. Eine Sache zu sehen ist besser als. Ich kenne halt die Monster, die sagt, eine Sache zu hören und eine zu sagen ist nicht gleich. Eine Sache zu sehen ist stärker. Okay. Das Gehör ist ja auch noch nach dem Tod sozusagen, also, beziehungsweise im Todeskampf aktiv. Und somit ist das Ohr stärker als das Auge. Wollen wir nochmal debattieren? Oder? Wir haben das doch letzte Woche debattiert schon. Was haben wir gesagt? Die Augen kannst du schließen. Du hast ein Tor vor den Augen. Ja. Und das Gehör ist immer offen. Es ist ein Kanal, wo es immer 24 Stunden offen ist. Aber wir haben ein Beispiel gegeben. Ja. Das Ohr ist das erste Kanal zum Herz. Und das Auge kommt das stärkste. Stärkste. Aber wir haben ein Beispiel gegeben. Es gab zwei Situationen. Jemand liegt im Bett beispielsweise und wir kommen rein und machen das Licht an. Ja. Und die zweite Situation ist, wir kommen rein und machen irgendein lautes Geräusch. Ja. Es ist definitiv, dass er beim zweiten, also in der zweiten Situation. Das einzige Glied, sagt man ja eigentlich. Ohr ist ja ein Glied, ne? Organ. Ist ja doch vom Körper ab. Organ ist ja nur was intern, ja. Ne? Oder was? Oder Sinnesorgan, das ist ja eine Kategorie. Was auch immer. Kann dann jemand, der Deutsch studiert hat, uns das erklären. Wir haben ja keinen Deutschen dabei. Also so viel. Ach so. Bruder, ist er. Ich bin halber. Ach so, Entschuldigung. Ich bin auch Deutscher. Ist noch ein Deutscher hier? Ist auch ein Deutscher, alle Deutsche hier. Auch Deutsche. Hallo? Die sind doch alle Deutsch. Was habt ihr denn? Oh. Dieses letzte Jahrhundert, es ist nicht mehr, dass Deutsche blond und blaue Augen haben muss. Ist nicht mehr so. Es gibt komplett dunkle Deutsche. Deutsche? Entschuldige. Stimmt oder stimmt das nicht? Oder bilde ich mir das ein? Ja, dann manche, damit diese Einstellung, diese Jahiliya rausgeht. Das ist Jahiliya. Ich bin Türke, ich bin Araber, ich bin Deutsche. Das ist Jahiliya pur. Pur. Und dass Leute bewertet werden nach solchen Sachen, das ist Jahiliya vom Feinsten. Na, jetzt. Ja? Wenn ich weiße und blonde den Tekbirat wieder von zigfachen, von 10.000 wieder verbreite und die islamische Umma eröffne? Bitte, mach. Ich hab doch nichts dagegen. Mach doch. Ich sehe die Farben nicht, deswegen ist mir das eigentlich egal. Weißt du schon? Die können alle schwarz sein, die können alle weiß sein. Für mich, eure Farbe ist Muslim. Das ist eure Farbe für mich. Dann haben wir festgehalten, natürlich, dass das Gehör ist definitiv viel mehr bewegen im Herz kann als Sicht. Beweis dafür, die blinden Leute, die Koran
Wie haben die das denn? Die haben keine Sicht, gar keine Sicht. Das Ohr hat das ersetzen können, komplett. Die werden Harfe sein. Und die haben nicht eine Botschaft haben die nicht gesehen. Alles gegenüber die Ohren. Ohren sind auf jeden Fall direkter haben wir natürlich auch dann gesprochen über diese Rishawa, diese Verdeckung, Umhüllung. Ne? Haben wir auch gesprochen drüber. Ne? Und guck, was Allah subhanahu wa ta'ala danach sagt. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Und die bekommen eine verheerende Strafe. Jetzt, ich habe mir überlegt, bisher, das war so viel Strafen, das war so viel Strafen schon. Ihre Herzen sind versiegelt, es wurde eine Umhüllung, ist was weiß ich, und ihre Augen funktionieren, ihre Ohren, die hören. Das ist ja schon eine Riesenstrafe. Was ist das denn? Denkt ihr, dass ein Mensch so glücklich leben kann, so? Da kann er alles haben, was er haben will. Das geht nicht. Versteht ihr? Da weicht man aus bei den Menschen in Erziehung. Ne? Wohin? In der Ablenkung. Industrie. Was? Dann entsteht eine Konsumgesellschaft, Propagandagesellschaft, Mediengesellschaft, eine Fiktion, kein echt. Menschen sind nicht echt so. Versteht ihr das schon? Wenn das alleine, das ist schon eine heftige Strafe. Also ich möchte nicht ein einziges Jahr in diese Kuffe weilen. Will ich gar nicht. Eine Stunde nicht. Will ich nicht. Das ist doch, nee. Versteht ihr das schon? Ja, weil das ist schon Leid. Das ist Leid. Versteht ihr, was ich meine, wie man leidet und ihm einfach nur irgendwelche Schmerzmittel einfach reinpumpt, rein, Dunya. Versteht ihr, was ich meine? Und dann Allah sagt, kommt auch jetzt, man denkt, wann kommen sie aus diesem Leid endlich mal weg? Und das ist der nächste Eingang. Also die kommen von da raus, gehen, Wallahum azabun adhim. Das geht in Jahannam weiter. Das ist eine, Wallahi, übelste Feind, wünsche ich nicht. Wallahi, wenn er meine Kinder, meine Familie, alle getötet, wenn er was ich, Wallahi, wünsche ich ihm sowas nicht. Geht nicht. Und zumal, wer ist der Sprecher? Wer spricht gerade? Allah Azzawajal. Er weiß, wie die sind. Er weiß, wie Jahannam ist. Wir wissen es nicht. Wir haben es nicht gesehen. Wir wissen gar nicht, was das ist. Versteht ihr? Er hat sie erschaffen. Er weiß jede und noch so kleinste Detail. Und was noch mehr wehtut und noch mehr und noch mehr. Und er weiß es. Nach seiner Bewertung, was er ausgesprochen hat, Azzawajal, Azim. Was ist Azim? Gewaltig. Gewaltig. Wenn nicht du und ich gewaltig reden, dann wir reden vielleicht von einem Bauwerk der 500 oder von der Mount Everest. Ne? Davon, wenn ich sage, das ist du und ich. Das ist du und ich. Weil das ist das Höchste, was du und ich je gesehen haben. Ja, denkst du, wenn Allah ta'ala den Ausdruck nimmt und sagt, gewaltig, das ist so viel gewaltig, wie du und ich verstehen? Hadisham, geht doch gar nicht. Kann doch nicht gehen. Das kann doch nicht packen. Das passt doch nicht. Allah ta'ala sagt, vor der Zustand. Weißt du, wenn jemand sehr, sehr krank ist, dass er nicht mehr weiß, welcher Tag das ist, oder ob das morgens ist oder ab,
möge Allah Ta'ala und die Muslimen, uns und die Muslimen verschonen von uns. Ja? Yani, dass er nicht weiß, was Tag und Nacht ist. Zustand. Die leben kein Leben. Die leben der Zustand der Azab. Mahmoud, lass mal den Miswak. Versteht ihr, was ich meine? Balahum azabun azim. Jetzt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa minan nasi. Minan nasi, wenn du min hörst, wissen, dass ein Teil von einem Ganzen. Min ist für sogenannte Tab'id. Tab'id, yani machst du Ba'd. Yani nimmst du einen Teil von des Ganzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird jetzt eine Regel geben, die fällt nur unter eine Gruppe von Menschen. Eine Gruppe von Menschen. Wa min an-nasi. An-nasi, wenn du hörst im Koran, Allah Ta'ala sagt, an-nas, Allah Ta'ala spricht alle Wesen an. Christen wird, also nicht Lebewesen, sondern Wesen, Menschenwesen. Mit allen deren, also Muslime, Christen, Wenn Allah Ta'ala die Christen ansprechen will, sagt er, Ya Ahl al-Kitab. O ihr Leute der Schrift. Wallahi, wenn Christen nur die Ayas nehmen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sie explizit gerufen hat und Allah fürchten und bearbeiten, wallahi, die werden zu Muslimen, wenn Allah ta'ala will. Nur die Ayat, die nur von Allah ta'ala an denen direkt. Wenn die fair wären, die wären zu Haqq bekommen. Die muss ja nicht das ganze Koran lesen. Wenn Allah ta'ala sagt, ja, Nas, wa min an-nas, an-nas ist Alam, für jeden Mensch. Aber das, was jetzt kommt, ist eine was generelle Verhaltensmuster. Ja? Man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Von den Menschen sind Leute, die sagen, wir glauben an Allah und an jüngsten Tag und Allah Ta'ala fügt zu wa ma hum bimu'minin und die sind doch keine Gläubigen. Diese Aya ist, es gibt riesen Masail und Mashakel, Problem. Da müsstest, dass du denn auch, ne, dich mal, ne, aufschüttelst und dann konzentrierst, weil das ist, es wird in die Aqida rein. Ja? Man yaqulu amanna. Wer sagt, ich glaube? Qalat al-A'rabu amanna. Die Beduinen sagten, wir glauben. Jetzt, bei der Aya von Beduinen, hat Allah tabaraka wa ta'ala geantwortet. Sagt nicht Mu'mine, aber Muslime. Ja? Die sind in Sicherheit. Zwei Sorten gibt es noch. Eine ist schon in Sicherheit. Für diese Behauptung. Jetzt bleiben zwei. Der eine
weiß nicht und folgt. Und der andere weiß und trotzt. Hä? Also jetzt meinst du jetzt einen Stamm, also Stämme oder Bestände? Dien jetzt. Ja. Dien. Darf ich sagen, also einmal die Christen und einmal die Juden? Wer ist wer? Die irre gegangen sind, das sind die Christen. Das heißt, die nicht wissen. Und folgen. Die nicht wissen, ja. Und folgen. Die anderen wissen und trotzdem den Juden. Ja. Wie bei Fatiha, so die Fatiha. Ja. Ist das unsere Kalam? Es ist nicht unsere Kalam. Deren Bücher sagt das. In Bibel und in Tora. Es gibt in Tora Geschichten über Stamm, der Allah Ta'ala getrotzt hat und ihn gesagt hat, mach du was weiß ich und so. Und dann haben sie zu Asa gesprochen und sagten, was weiß ich und du sollst es alleine machen, wie mach. Ja, wissen, machen wir nicht, mach du. Und die Geschichte, ne? Von Sidna Musa. Sei. Christ. Geschichtlich ist festgehalten, das ist ja nicht, wir haben das ja nicht geschrieben. Wir haben diese Geschichte Europa nicht geschrieben. Das waren Europäer, die hier gelebt haben, die hell und blond und blau Augen hatten und rein Europäer. Die haben uns gesagt, selbst die Kirche, das erste Kopie von Bibel stattfand 300 Jahre nach Prophet Isa. Das haben wir nicht gesagt. Wir, nicht die Muslime, damit wir einfach nur Spielverderber, ihr wollt uns alle entblößen. Nein, das haben wir nicht gemacht. Die Historiker haben das geschrieben. Aber eigentlich haben sich die Christen in dieser Zeit sich über dieses ein Buch geeinigt? Die haben nicht alle zugesagt. Yani, wenn die sich geeinigt hätten, dann hätten wir gesagt, okay, könnte ein Buch, es könnte 300 Jahre überleben, meinetwegen. Und eben entweder dieses Buch war falsch oder sie veränderten die Religion so, dass die nicht mehr identisch ist mit dem Bibel. Muslimin, Wallahi, wir waren nicht da. Dennis, wir haben nichts gemacht. Ganz fair, ganz fachlich, ganz analytisch von deren Büchern. Wenn der Islam sagt, dass die den Weg verloren haben. Aber das ist eigentlich reine, gesunde Kritik. Hallo, du willst, ich sag, Omar, pass auf, du gehst da, das ist falsch. Das ist doch, kann man doch machen, oder ist das böse? Weißt du, wenn Omar was passiert, dass du angeklagt werden kannst? Weißt du das? Deutsche Gesetze. Wenn du die Möglichkeit hättest, ihn zu und hast Nachtverrat, das ist fahrlässig. Und wenn er gestorben ist, dann ist das fahrlässige Tötung. Kennt ihr euch aus oder nicht? Unterlassene Hilfeleistung. Oder das zweite Klage, unterlassene Hilfeleistung. Aber wenn wir das machen, das ist ja von der. Hallo, ist nicht. Ihr sagt doch. Über drei Gruppen. Eine hat Allah Ta'ala. Es gibt noch eine Gruppe. Ah.
maskierte Männer. Das sind die maskierten Männer und Frauen. Die haben eine Maske auf. Diese Maske, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sahaba in Medina haben neben die gebetet und wussten nicht. Denn Rasulullah sallam hat das geheim gehalten. Aber ist es im Sinne des Islams, die Heuchler frei zu schaufeln und frei zu geben, oder ist es im Sinne vom Islams, dass die Heuchler selbst, dass die Heuchler sind, da sein lassen und einfach nur Vorsicht für den zu haben? Was ist denn Sinn vom Islam? Ahmed, du hast dich gemeldet. Ich denke mal, dass man sie nicht bloßstellt, damit, weil Allah gibt ihnen eine Chance, eine Möglichkeit, dass sie vielleicht tauber machen oder vielleicht, dass sie die Wahrheit erkennen. Nein, nein. Ahmed, wenn Allah Ta'ala entschieden hat über sie, dass die Munafiqin, dass das bleibt, die Namen wurden von Sayyidina Jibril offenbart. Das ist entschieden. Umar radiallahu anhu kam zum Prophet und hat gesagt, wir haben einen Munafik unter uns. Und er sagte, es ist nicht meine Aufgabe, die Munafiqin, also deren Herzen zu schauen, sondern lass sie einfach. Also bestätigt, was für ein... Letzteres, also dass man sie nicht offenbart. Okay. Außer Allah offenbart. Weil, wer hat sich hier gemeldet? Kein? Hast du da jemanden? Die zweite Meinung, weil Allah sagt ja auch in dieser Sura, sie betrügen Allah und Allah betrügt sie. Aber der Kampf ist zwischen wen und wem? Es ist zwischen Allah und dir, nicht dir und denen. Vergiss nicht, die haben die Maske von La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, die haben gebeten. Aber es ist, wenn eine Gruppe von Munafiqun sich zusammenschiebt und uns überdrückt, nach außen zeigt, sie sind Muslime, aber sind alle Munafiqun. Unter sich wissen sie das. Wie haben denn wir dann? Wie kannst du denn von deiner Seite das wissen denn? Durch die Taten. Durch Taten kann ich doch sehen, wie einer ist. Zum Beispiel, wenn ich... Sag mir ein Beispiel. Genau. Nein, ich kann auch nach außen sagen, islamische Taten machen oder aussagen, aber Taten, die sind halt nicht islamisch gerechtfertigt. Aber dann sage ich durch meine Imame, trenne ich dann halt mal Aussage mit Tat. Dann trägt er ja keine Maske mehr. Das ist doch jetzt das klar zu sehen. Aber nicht für die Leute, die dann das sehen. Ich meine, nein. Für dich ist, für sie sind schon... Für mich, ich rede von jemand fastet und betet und isst halal. Aber ich rede gar nicht von jemandem, der gar nicht betet oder so. Nein. Er macht diese öffentliche Taten, ja. Um uns zu blenden. Ja, jetzt will ich dann wissen, wie... Ist doch jetzt... X-Gruppe und Y-Person. Ja? Diese X-Gruppe sind Munafiqin. Ja? Diese X-Person weiß, dass sie Munafiqin sind. Aber eigentlich... Er sieht sie, die Taten, also wenn Adhan ruft, die gehen zum Gebet, wenn Fasten, die fasten alle, wenn Fajr ist, dann sind die im... Verstehst du? Also jetzt frage ich dann diese X-Person, wie hast du entschieden, oder wie, dass die Munafiqin sind? Was hast du denn... Du musst jetzt aus der Box jetzt raus. Du musst jetzt mir was sagen, was keine kann. Wie kann ich, wenn Leute mir Islam zeigen, sie misstrauen und sagen, die sind Munafiqin? Ja, welche Taten denn? Nein, aber Allah sagt doch, erklärt uns doch die Sifat von den Mu'minin, zum Beispiel in den ersten 5 Versen, die glauben an das Verborgene, sie fasten, sie beten. Und natürlich, wenn ich Taten sehe, die gegen den Islam arbeiten, aber nach außen, weil ich die Kraft habe und die Medien in der Hand habe, nach außen zeige ich den islamischen Weg. Aber unterdrücke die richtigen Leute, die mich enttarnt haben. Wie handle ich da?
Weil zum Beispiel, wir wissen auch, dass viele Schuhe einfach ins Gefängnis geworfen werden und dann ein Etikett kriegen. Ach, da bist du. Anderes Thema, Bruder. Ja. Ach, da bist du gerade. Das ist ein anderes Thema. Wir wissen aber gerade, wie verhalten wir uns bei den Fikrin, mein lieber Elias. Aber er hat dir gerade eine Frage gestellt, Bruder. Ich hab verstanden, wie verhalten wir uns bei den Fikrin. Das war mein von Leuten, so. Die hier sind, beispielsweise irgendwo sind. Jungs. Verzeiht, ich wollte sagen. Alles gut. Jetzt, inshallah, wenn wir hier reinkommen, dann wir halten uns an die Adab von Majlis. Alles gut. Ja? Damit es eben nicht so wird. Adab von Majlis. Das ist Majlis Ilm. Das ist nicht. Ja? Der Vergleich, was ich immer sage. Hier ist Majlis Ilm nicht. Ein Baklava können wir so von Claire und alles gut. Aber Majlis Ilm, das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Der Bruder ist das erste Mal hier, deswegen er ist ja entschuldigt. Er weiß ja auch nicht, wie. Weil manche Majalis von Schluss sind auch ein bisschen anders. Das ist ja nicht eine Höhe. Ne? Aber ja, nee, inshallah. Falls du inshallah nochmal kommst, dann mit der Zeit inshallah wirst du mitbekommen, wie das dann auch hier funktioniert. Man yaqulu amanna. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier, unter den Menschen sind Leute, die sagen, wir glauben. Du machst einen Strich nicht unter Glauben, sondern Allah hat gesagt, yaqulu, sagen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala so ein Verb benutzt, aber Allah meint auch diesen Verb. Dass die sagen, wir sind Gott. Und wenn Allah das sehen wir nachher in die Eier, wenn er sagt, sagen, dann gucken wir direkt, was nachkommt. Dann können wir bewerten, ist das positiv mitgenommen oder negativ mitgenommen. Hier, wenn ihr قولوا آمنا بالله وباليوم الآخر. Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayah nicht gesagt, amanna bil ilah wal yawm al akhir. Verstehe Kalam von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Kalam ist genau auf dem Punkt. Kein Atome Salz mehr oder weniger. Genau auf dem Punkt. Und Allah Ta'ala sagt, dass die sagen und stoppt bei dieser Sache, betont, yaqulu, amanna billahi, glauben an Allah, steht nicht, yaqulun, amanna bil ilah, wir glauben an Gott oder an den Gott. Oder an den einzigen Gott. Nein. Versteht ihr den Unterschied? Ja. Durch dieses Kalima, alles ist rausgefallen. Es gibt keinen Dien heute, der sagt, ich glaube an Allah. Außer? Außer Muslimen. Die anderen haben Götter. Der hat der Gott und der hat davon 30 und der hat davon als Zuwachs bekommen, sind da 300. Weiß ja, deren Götter sind auch so sehr sozial und machen sehr viele Kinder. Bei manchen Kulturen findest du Götter, die bis 1500 Götter, 3000 Götter. Wenn du ein Diener hast und 3000 Herren, was ist der Anteil von jedem Herr an diesem Diener? Was sagt ihr? Könnt ihr bitte antworten? Nicht lange. Ein Mensch ist Diener und hat 3000 Herren.
Jeder Herr hat wie viel denn an? Ein 3000 ist ein 3000stel. Kann, ja, das kann ich auch sagen. Aber wie sieht es dann aus? Ein paar Zellen denn oder ein Stück, so ein Stück? Oder? Einmal im Jahr. Wird irgendeine von uns auf so einen Deal eingehen? Du bist dumm. Du bist dumm. Mit zwei würde ich das nicht mal machen. Hä? Oder mit noch einem will ich nicht machen. Entweder er es meint oder er es nicht meint. Was, wenn ich sage, mach mir jetzt was zum Essen? Und der Gegner sagt, nö, mach ihm nicht. Dann was jetzt? Aber wie geht das denn? Zwei Götter anzubieten oder drei oder. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Anbiya. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Himmel und Erde. Wenn in die Himmel und Erden Götter geben würde, außer Allah, die gehen ins Verderben. Das ist Mathe. Das ist Mathe. Das ist so faktisch, dass es Mathe ist. Und jedoch haben die Leute, die Allah, neben Allah deine Götter nicht. Da, wie geht das denn? Ja, erklär mir das doch. Ja. Iba, amanna billahi. Nur bei den arabischen Christen hörst du dieses Wort Allah. Wollen wir es sagen Allah. Weil die natürlich über Jahrtausend jetzt mit den Muslimen zusammen und die Muslime haben diesen Namen bei denen. Natürlich, das ist ja, er ist ja nicht alleine denn, ne? Also es gibt ja noch Allah und Yeshua, ne? Und Maria. Ne? Also das sind die drei, die Königsfamilie, genau. Ja, ja, das ist doch, oder nicht? Das ist doch Königsfamilie. Also. Aber es, was passiert, da nachher ist der König ist in dem Kind reingegangen und dann ist er wieder. Das gibt's. Und es laufen 2,2 Milliarden Leute dahinter. Also die Geschichte ist noch nicht mal geschlossen. Yani ist noch nicht entschieden, wer wo was ist. Gelacht. Dann ist es noch nicht entschieden. Der Gott, also der König und seine Frau und das Kind. Und jetzt Gott ist im Kind und die Mutter ist was weiß ich. Und dann sind die wieder zurückgegangen und jetzt kommt er wieder und dann geht er wieder. Ja, ist noch nicht entschieden. Und 2,2 Milliarden glauben. Ding dong, ding dong, die glauben. Ja. Amanna billahi. Wir haben gesagt, was heißt Allah? Wissen oder vermuten? Du hattest gesagt, dass Allah alle Namen von Allahs sind, zusammengefasst sind, wenn man Allah sagt. Habe ich genauso gesagt? Ich sage nur Allahumma sagen. Ah. Was ist der Unterschied? Wenn du sagst Allah, ist es ohne Bezug. So wenn du sagst Hojam. Aber wenn ich sage Hojam, da entsteht eine was? Mein. Allahumma, mein Allah. Wa bil yawm al-akhir, und an das Jenseits glauben. Für uns, wenn ich sage, was ich sage, findest du nirgendwo. Auch nicht in deinem Handy.
glaube, Allah, Shaitan will dich ablegen. Wallahi will dich ablegen. Ich sag dir das nur. Wenn ich sage, Yaum al-Akhir, erste Fenster, was sich öffnet bei dir, ist ab den Tod. Also ich habe, es ist so, wenn ich sage, Yaum al-Akhir, jüngsten Tag, was kommt in deinen Kopf vor? Das Leben ist zu Ende und ich bin woanders jetzt. Es ist nicht mehr... Allah sagen, wir glauben an Allah und wir glauben an jüngsten Tag. Ja. Ist das erste Glauben an Allah wahr? In Akhira nur oder in Dunya auch? Jungs, komm. Dunya und Akhira. Aber warum bei uns, wenn ich sage, jüngsten Tag, geht Akhira nur? Warum fängst du ab? Tod. Wieso? Arbeiten an Akhira ist auch hier. Al-Yawm al-Akhir ist auch hier. Denn Rasulullah sallam sagt zu uns, Ad-Dunya Mazra'atul Akhira. Dunya ist das Acker für Ackerland, für Akhira. Aber eigentlich, ich starte mein Akhira. Jüngsten Tag oder jetzt schon? Sonst kann ich alles lassen und beim Sterben ab dahin anfangen. Kann man das? Ja, nee, sag. Ich bete nicht, ich faste nicht, aber bald ich in Akhira bin, dann fange ich an dann zu beten und fasten und alles machen. Da habe ich Zeit und ich habe keinen Arbeitsdruck oder ich habe keinen Termin und so, dann kann ich, da habe ich dann andere Zeit. Geht das? Ist ja so wie Yawm al-Akhir. Über Yawm al-Akhir, Dimension, fängt hier in Dunya. Du fängst hier an. Wenn du wissen willst, zu wem du gehörst, guck, wo Allah subhanahu wa ta'ala dich beschäftigt hat und was für ein Benehmen er dir gegeben hat. Punkt. Nochmal. Wenn du wissen willst, wie du bei Allah subhanahu wa ta'ala bist, guck, wo er dich beschäftigt hat. Wenn das Beste, dann bist du an der Besten. Wenn das Übelste, an vom Übelsten. Es heißt nicht, dass das sich nicht ändern kann. Es kann sich auch ändern. In einer Sekunde kann ein Mann, der in Jannah eigentlich gehört, in Jannah landen. Und von Jannah, in Jannah. Allah macht, was er will. Keiner fragt ihn, was er macht. Aber er macht. Ja, wenn ich will, wenn ich wirklich an Akhira glaube, ich gehe ja dahin, ich treffe mich ja vor Allah, ich stelle mich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne Richtung. Vor als Dasein, nicht als Richtung. Ja. Dann muss ich jetzt schon da, wo ich lebe, daran arbeite, dass ich, wenn er hinkomme und mein Buch mit in der Hand habe, dass in diesem Buch meine Rettung steht, nicht meine Verderbnis steht. Aber wer schreibt das? Wer schreibt dieses Buch? Wer schreibt dieses Buch? Ich gebe doch die Taten. Ja, die Malaika, was schon. Sitzen. Na, Malaika, was schreiben die denn? Sitzen. Aufgestanden. Was? So, du musst Taten machen, damit die Malaika schreiben. Aber eigentlich, wer schreibt das Buch faktisch, physisch, bist du. Und ich.
quasi zu, dann, dass du schön einen Wein machst. Nötig, ja, wirklich nötig, haben wir nötig. Ist wirklich nicht Empfehlung, sondern ist Bedarf ist definitiv da. Ja? Über Alama von jemandem, der an jüngsten Tag Glauben, Gottesfurcht und Demut. Ein von der Alamat, die zeigen, dass jemand tatsächlich damit rechnet, dass er vor der Allergrößte stehen wird. Ist so. Deswegen, wer Hochmut hat, ist weit weg vom Menschen, weit weg von Allah. Ja. Dann gibt es einen Unterschied zwischen Hochmut und Erhabenheit. Der Muslim ist erhaben, aber nicht hochmutig. Ihr könnt genau verstehen, was ich meine. Ne? Wer versteht nicht, was ich meine? Danke. Allah subhanahu wa ta'ala antwortet schon und sagt zu dieser Behauptung: وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Für meine und deine Sicht, die sind in Dschihad mitgezogen, die Munafiqin von Medina, in Dschihad mitgezogen. Manche von denen sind gestorben im Dschihad. Fajr, Isha, der ein oder andere war ein bisschen faul, aber eigentlich alle in der Linie. Rasulullah bestens behandelt. Und noch und noch. Dass deine und meine Auffassung nie sagen kann. Umar kannte sie nicht. Yani, du bist schlauer als Umar. Du bist schlauer als Umar. Du hast mehr Licht in deinem Herz als Umar. Er kannte sie nicht. Der Einzige, wo er mit beschäftigt war, sich selbst. Ich bin's. Und Huzaifa hinterher in Medina. Keine Straße gelassen, ohne dass er hinterher Huzaifa ist. Bis er, als er fertig war, ne? Und das ist definitiv so denken wie von Huzaifa. Weil da er ist ein Vertraut. Aber Rasulullah hat ihm das anvertraut. Dass Sayyidina Umar ihn so genervt hat, dass er eines Tages der Prophet gesagt hat, und dann hat Rasulullah ihm gesagt, okay, wenn er nochmal dahinter sagt, ihm, du bist ja nicht drin, alles gut. Huzaifa wird niemals von sich aus das, was Rasulullah ihm anvertraut hat, so denken wie von diesem Arab. So heilig sind diese Leute für uns. Und geschützt von Allah Ta'ala. Er war beschäftigt nur, bis er einen gepackt hat, aber Wallahi, lass ich dich nicht. Heute lass ich dich nicht. Dachte er, Omar, du bist nicht von denen, lass mich jetzt hin. Er dachte, er selber, auch wenn er selber denkt, dass er, was, wie kann er dann anderen sehen? Und das ist genau wie viele Muslime sind nicht so geduldig bei diesem Prozess, Leute so mit Nifaq zu oder mit Kufr zu bewerfen oder mit Bid'a zu bewerfen oder was auch immer, ne? So einfach nur so, ne? Das ist kein gutes Muster und kein gutes Verhalten, den Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen mag. Selbst als Sahaba gesehen haben, bei das ein oder andere Fehler oder was auch immer, war das nicht so, dass die es wieder so skäfen. Was für Ungehorsam. Was auch immer. Ja. Oder was wir alles an, wie wir es heute alle sehen, yani, Allah Ta'ala uns von Bid'a und Al-Bid'a verschont. Ja. Unsere Aqida von uns Sahaba Salihin machen. Jetzt kommt's. Allah subhanahu wa ta'ala klärt diese Kapitel und antwortet, gibt uns die Antwort und sagt, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Die Situation ist entschieden, das sind keine Gläubige, das sind sagende Gläubige. Nochmal. Sagende Gläubige. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie nicht als Kuffar bezeichnet, sondern als Munafiqin, hat eigene Kategorie für sie gemacht. Und die gab, solange die Menschen gibt es solche Leute.
Und Heuchelei ist, wie wir gelernt haben, ist in zwei geteilt. Ich höre. Große und kleine. Große Heuchelei. Was ist große Heuchelei, Amran? Okay, Ahmed, große Heuchelei. Große Heuchelei ist Kufr. Ist Kufr. Dab kleine Heuchelei. Keine Kufr. Keine Kufr. Also er ist im Rahmen des Islams. Ja? Und hat sehr viele verschiedene Wege und so weiter und so fort. Deswegen, ich werde euch raten, wenn ihr unterwegs seid, ja, beschäftigt euch nicht mit dieser Munafiq oder nicht Munafiq, weil da mussten sehr viele Sachen die einfallen lassen, also sehr viel Ilm zusammen und plus ein Teleskop, ein Fernrohr, der durch den Brustkorb durchgehen kann, Herz sieht und dann auch was die Seele da im Herz macht, auch zu lesen und dementsprechend dann zu diesem Ergebnis kommen. Dauert zu lange. Warum soll ich mich mit sowas beschäftigen? Dauert zu lange. Ich muss zusehen, dass ich kein Munafiq bin. Das ist mir leichter und einfacher. Und da habe ich damit nichts zu tun. Leichter. Kapitel ist abgeschlossen. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns jetzt, warum Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass sie keine Mu'mine sind. Keine Mu'mine sind, aber sagende Mu'mine sind. Ja? Wo wir verstehen, wie wir auch immer wissen, dass wer fängt immer an mit der Ärger? Mensch oder Allah? Der Mensch. Wir fangen immer mit der Ärger an. Und wenn es über unser Kopf schüttet, dann Ya Allah, dein Rahma, Ya Allah, dein Rahma. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala will von uns nur das anzuerkennen, dass wir fangen an. Dann ist Allah ta'ala mit dir schon zufrieden. Weil der eine sagt was oder der andere sagt was, das hat er nicht verdient. Wie oft hören wir das? Oh nee, das hat er nicht verdient. Oh nee, was hat er nicht verdient? Wer hat was in Allahs Schöpfung gemacht, ohne dass Allah Ta'ala weiß? Wo war Allah subhanahu wa ta'ala? Wie ist das denn passiert? Versteht ihr schon? Aber wir fangen immer an. Und dann, inshallah, nächsten Vers erzähle ich euch dann die Begründung. Und dann bewerten wir, sind diese Begründung ausreichend, damit die aus der Rahma rausgeschickt werden? Weil immer sagen, ja, der Koran ist sehr hart. Es gibt kein Buch, der so viel Raum gelassen hat wie dieses Buch. Der hat den Raum gelassen, das Buch ist fast deine Anwalt eigentlich. Wenn du gegen ihn stehst, er steht dir erstmal, weißt du, So einen Platz hast du drin, in diesem Buch. Und dann bewerten wir, ist das berechtigt oder ist es nicht berechtigt, inshallah. Nächste Woche, inshallah. Sallallahu ala wa ala ma azza wa jalla. Sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ist das Thema verdaut? Hat man das gemacht, was ich... Habe ich das Samstag oder Freitag gesagt? Unsere eigene Schuldung. Samstag, ne? Genau. Entschuldigung, alles gut. So, Fragen zu diesem Thema? Also, ja, ob ich das richtig sagen darf. Der Koran ist ja eigentlich für alle Menschen da, sehr klar, oder? Ja. Also, natürlich. und zwar als Schutz. Also, wenn man danach lebt, geht's einem gut. Jetzt und auch. Was meinst du, geht's einem gut? Also, man ist glücklich. Das Herz geht's gut, ja, okay. Und aber nicht jetzt hier. Man kann verletzt sich oder. Nein. Ja? Okay. Nein, nein. Also, ich meine, das Herz, man ist glücklich. Ja. Und die Anleitung, dass einem, also in dieser Zeit, dass es ein. Ja, also. Ich verstehe dass dich. Dass man glücklich ist. Also. Und wenn man den Koran jetzt nicht befolgt, die Regeln unseres Schöpfers, Allah subhanahu wa ta'ala,
dann schadet man sich nur selbst. Also im Endeffekt ist es das Beste, aber dafür fehlt das Wissen, was wir halt erlangen müssen. Doppelschaden, Doppelleid. Dunja Leid und Sterben auch Leid. Und wenn du anderen noch schadest durch Unwissenheit, dann wird auch schadest du dir aber selber auch noch mehr. Ja. Also du musst dir mal vorstellen, einfach nur, es dreht sich so eine Suppe und alle da drinnen. Alle mit. Also es gibt keine, oh mein Gesicht, pass auf, nichts pass auf, du bist in der Suppe drin. Ist so. Und jede macht wird und jede macht. Meine Frage war, du hattest einen Satz gesagt, wenn du wissen willst, wo du bei Allah stehst, guck, wo Allah, wie war der Satz nochmal ungefähr, wo Allah dich deine Zeit verbringen lässt, wo Allah dich beschäftigt? Ja, genau. Wissen willst, wo du bei Allah stehst, guck, womit Allah dich. Und was für ein Benehmen du hast. Okay. Also diese beiden, wo man sich selber beschäftigt und was man für ein Benehmen hat, daran kann man schauen, wo man bei Allah steht. Ja. Davor habe ich auch. Und drei Sachen. Ja, davor auch. Okay. Schön. Das Wort Nifaq stammt von einem bestimmten Wort auf Arabisch. Nafaq. Tunnel. Nafaq, nicht Tunnel. Nafaq al-Had. Heißt, das geht, es geht von der Same aus. Wenn es Nafaq, also das heißt, es ist so gemacht. Rausgegangen aus dem. Und dann kommt die Same. Weißt du, wie die Same gibt es beispielsweise? Den Spruch. Ja, oder Getreide, oder, weißt du? Es gibt eine Zeit, wo die dann nachher die Haut oder diese. Schale, genau. Puppt oder das sich Innere puppt, rauskommt, ja, genau, wenn man puppt sich auf. Und da sagt man ja, Nafaka Fuddiyani ist aus dem Dien. Oder dass die Heuchelei aus dem Inneren. Nein, nein, also genau so. Das Bild ist nur, damit du dann weißt, was ich meine. Aber ja. in sprachlich jetzt ist damit genauso gemeint, dass die vom Dien sich so abgepuppt. Aber dann ist es doch eher Abtrünnigkeit als Heuchelei. Ja. Achso, das ist ja das, das ist ja, eigentlich ist es dasselbe, aber... Nur nicht offensichtlich. Genau, das eine ist intern, das andere ist so, was man dann ausfährt, sage ich mal, an Tagen. Unser Dien ist nicht wenig... Wallah, ich verstehe nicht, wie Muslimin da draußen nicht so groß kommen. Ich verstehe das nicht. Wir haben täglich zu tun. Oh. Woran erkennt man, ob man selber ein Heuchler ist? Also ich zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt die Zeichen eines Heuchlers ansetze, dann... denke ich erstmal, das wird ganz schön kritisch, weil es ist manchmal so, dass ich nicht zum Morgengebet in die Moschee gehe und ja. Ja, dazu brauchst du noch ein bisschen Wissen darüber und dann weiß man auch so, Leute, heucheln oder nicht heucheln sind nicht an einem, was, dass ich jetzt zu Gebet Fajr gehe oder nicht zu Gebet Fajr gehe. Wenn zwischen mir und der Moschee 5 Kilometer sind. Ja, das ist ja das Problem. Ja, eben, aber nee. Verstehst du, dann lerne ich die Mas'ala und wenn ich die Mas'ala lerne, dann weiß ich bin gar nicht mukallaf, 5 Kilometer zu laufen oder zu fahren, um zu Moschee zu. Wenn ich das mache, sehr gut, wird hoch belohnt. Aber ob die Scharia mich verpflichtet, aber das sind Mas'ala, ne, wo man dann denkt immer, oh, du bist Heuchler, aber du bist doch gar nicht mukallaf dafür. Ist es denn auch vom Shaitan, dich dann diese Sache zu bringen, obwohl du gar nicht mukallaf bist, du wohnst irgendwie zu fangen? Manchmal ist es auch von Shaitan. Um dich so zu fangen, ja? Du bist Heuchler und der will dich gar nicht mehr in Taten. Dann hat er so Depression. Ja, genau. Genau so. Aber wenn du den Hukm kennst, dann sagst du, kannst mich mal anhaben. Weißt du? Ja. So, weil ich weiß ja, ich bin doch gar nicht mukallaf. So wie jemand beispielsweise, der kein Geld hat, und der Shaitan nervt ihm. Du musst Zakat zahlen. Das ist das Rukn von Islam. Ich mache keinen Zakat. Ja, wie soll ich das machen? Du musst Zakat zahlen. Du bist ein Geiziger. Du wirst alles. Du verdienst 3.000 Euro im Monat. Du musst Zakat. Und dann irgendwann mal denkt er, ich muss Zakat zahlen. Und er weiß gar nicht, die Schuld von Zakat. Und dass er am Ende des Jahres eigentlich Minus macht, nicht Plus. Dass er eigentlich eher Zakat bedürftig ist. Ich meine so. Aber er weiß nicht den Hukm. Und das ist, was wir sagen. Die Muslimen haben sehr viel zu lernen. Bevor die überhaupt urteilen. Deswegen, guck, je jünger das Bad ist, je schwarzer, ne? Je jünger das Bad ist,
Ja? Der Bart. Der Bart, Entschuldigung. Der Junge, der Bart ist, je weniger du von diesem Bart an Vertrauen nehmen sollst. Ja? Wenn du die Hölle machst, geh immer erstmal in die Leute, die grau geworden sind. Weiß. Das ist, Leben ist vorbei. Da findest du nicht weniger, weniger. Hauptsache, ne? Nimm dein Vertrauen, dein Masael nicht von jungen Talbat Ilm oder ne? Nimm das nicht. Ja. Sheikh, dazu eine Frage. War das nicht so, dass der Munafik sich vor der Strafe sicher fühlt? Ich will ja, Jungs, es ist klar, dass das Thema auch mit Munafiqin zu tun hat. Und wir werden genug über Munafiqin kommen. Die nächsten 13 Eier werden über Munafiqin reden. Ja? Beruhigt euch, es kommt alles auf euch zu. Es wird sehr detailliert werden, dass du ganz genau weißt, was ein Munafiq ist. Damit du, ich möchte aber auch nicht, dass du dann nachher dich da hinlegst und sagst, ja, Alhamdulillah, ich bin nicht Munafiq, weil das ist schon eine Farbe. Das ist schon die erste Stufe, schon eine Farbe, weißt du? Ich bin nicht Munafiq. Die richtige Stufe, dass du immer gestellt wirst, dass ich habe Angst, dass ich Munafiq bin. Das ist die richtige Stufe. Aber ohne Ausweis.